Was ist los? Schau mal her, die Nachbarn haben Babykatzen bekommen. Wollen wir uns auch eine holen? Nix gibt's, brauchst du mir gar nicht zeigen. Ich will so einen Rabauken gar nicht haben. Nix brauchst du mir gar nicht zeigen. Ja, aber schau sie dir erst einmal an. Schau erst mal her, schau. Ich will keinen, aber... Christian, ich will keine Katze. Ach Gott, lass schon mal hin. Ja, sag ich doch, hopp. Christian Skaczyola ist 27 Jahre alt. Auf der Social-Media-Plattform TikTok kennt man den gebürtigen Franken bereits als Skaczy. In seinen Videos zeigt er auf humorvolle Art Situationen, die jeder kennt. Er schlüpft in verschiedene Rollen, sei es die eines tollpatschigen Kellners oder seiner nörgelnden Mutter. Wenn man gewisse Richtlinien quasi befolgt, sozusagen gewisse Follower hat, gewisse Likes und natürlich Content liefert, den sie natürlich supporten, bekommt man dann Geld von TikTok, um halt sozusagen uns zu unterstützen, weil wir ja eben die Leute auf die Plattform beziehen oder bespaßen, weil sie verdienen natürlich auch mit Geld und mit Kooperationen und dann quasi als Dankeschön von TikTok gibt es dann quasi Geld dafür, für die Videos. Ja. Seine Ausrüstung ist dank der Einnahmen professionell. Was auf den Videos so einfach und spontan aussieht, ist in Wirklichkeit viel Arbeit. Das Schneiden der Clips dauert bei ihm circa 2 Stunden. Also ich filme quasi immer jede Rolle nacheinander. Also erst filme ich die Mutti-Rolle. Und dann filme ich meine Rolle und danach schneide ich quasi die Videos so zusammen, dass halt die Dialoge passen, dass sie quasi sich unterhalten. Und dann spielen wir noch Musik dazu, dass das Ganze unterhaltsamer ist und dann ist das fertig, genau. Das Produzieren und Schneiden der Videos hat sich Christian selbst beigebracht. Eigentlich ist er ausgebildeter Hotelfachmann. Seine Freunde erkannten schon längst, dass er mit seiner humorvollen Art Erfolg haben wird. Sie überredeten ihn, die App herunterzuladen und innerhalb kürzester Zeit konnte Christian alias Skaczy mehr als 600.000 Follower sammeln. Ein mega Erfolg. Mein Ziel ist es schon, damit mein Geld zu verdienen, weil ich schon immer gesagt habe, also als kleines Kind, das würde meine Mama genauso bestätigen, zu sagen, weil ich immer gesagt habe, ich will berühmt werden oder Schauspieler werden, aber halt nicht so im klassischen Fernseh- oder Serienschauspieler, sondern so halt mit meiner Art. Also es wäre schon weiter Traum, der jetzt immer ein bisschen näher kommt, deswegen macht es mich eben noch glücklicher. Zu sagen, mit meiner Art Geld zu verdienen, wäre schon schön, ja. Damit Christian seinem Traum immer näher kommt, muss er aber auch einiges dafür tun. Dafür lädt er täglich ein neues Video hoch. Diese kommen sehr gut an, das beweisen über 23 Millionen Likes auf seinem Kanal. Auf der Straße wird er auch schon von den Fans erkannt. Ihn freut es aber vor allem, Menschen mit seinen Videos ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Mal die da hinten, die dreifarbige, ne? Die ist schön. Ja. Schuhe anziehen, gehen wir rüber. Cowboy ganz piano. Wir können mal rüberstolpern, aber wir nehmen keine mit. Ja, wir nehmen keine mit, hast du jetzt schon 5-mal gesagt. Ja, dann zieh ich deine Schuhe an, gehen wir rüber. Aber ich sag's dir, Christian, ich will keine Katz. Wir nehmen keine mit. Die süß, ach Gott, alle schau hier, Christian. Ja, schau her, die liebt mich jetzt, alle schau. Ab wann kann man sie mitnehmen? Christian, nehmen wir 2 oder nehmen wir 3? Jawohl, die nehmen wir mit heim, ne? Aber wir schauen ja nur.